Ja. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich freue mich sehr, hier bei Ihnen bei der Tagung mitzuwirken. Und ich bin, glaube ich, die einzige Sprecherin, die ihre Heiminstitution außerhalb Deutschlands und dem deutschsprachigen Raum hat. Das ist jetzt der erste Vortrag, den ich in Deutsch halte seit 20 Jahren. Ich bin nämlich 20 Jahre schon bei ESU. Also Sie müssen vielleicht entschuldigen, wenn ich manchmal ein bisschen Wortfindungsstörungen habe. Und ich habe versucht, meine Folien, die meisten davon, ins Deutsche zu übersetzen. Und ich hoffe, dass ich Ihnen einen spaßigen Eindruck in die Arbeit mit freien Elektronenlesern vermitteln kann. Ich habe auch noch einen Untertitel für meinen Vortrag, die Visualisierung von biologischen Molekülen in Aktion. Und ich habe auch noch einen zweiten Untertitel, der heißt Star Wars in Crystallography. Und Sie werden irgendwo in meinen Slides Darth Vader sehen. Müssen mal darauf achten, wo der ist. Ich wollte jetzt erstmal nochmal anfangen zu zeigen, wie groß eigentlich diese Kollaborationen sind. Wir sind oft 50 Leute, die zusammen so ein Experiment durchführen. Und deshalb möchte ich hier speziell meine Kollegen vom DESI erwähnen, Henry Scheppmann und auch die Leute vom Access-Team, speziell also Franz Kärntner, der Projektleiter ist. Und ich werde Ihnen später ein bisschen mehr erzählen, was eigentlich Access ist. Ich möchte Ihnen auch meine Gruppe zuerst vorstellen. Ich habe im Omic 12 Doktoranden, 3 Undergraduates und mehrere Leute, die als gestandene Wissenschaftler mit mir zusammenarbeiten, einschließlich auch Forschungsprofessoren, die auch zu meinem Mann einschließen. Das Center für angewandte strukturelle Entdeckungen oder Applied Structural Discovery entwickelt neue revolutionäre Techniken, um die Struktur und Dynamik von Biomolekülen aufzuklären. Und dabei wollen wir visionäre Entdeckungen machen. Ich muss jetzt hier mal meinen Wecker kurz stellen. Visionäre Entdeckungen machen, um neue Moleküle zu entdecken. Und nicht nur neue Moleküle zu entdecken, um im Prinzip molekulare Movies zu drehen. Das heißt, einen Film zu drehen, wie Biomoleküle arbeiten. Und da werde ich Ihnen erzählen, wie wir das machen. Und ich habe 2 hauptsächliche Anwendungen. Ich habe einen grünen Bereich und einen roten Bereich. Der grüne Bereich ist bioinspirierte Entwicklung von Techniken zur Energiegewinnung. Und damit werde ich starten und damit auch anknüpfen an die erste Sitzung mit den Studierenden und den Schülern, die Frage gestellt haben, kann man Algen benutzen, um die Erderwärmung zu verhindern? Und ich werde Ihnen ein bisschen was erzählen über die Photosynthese, die im Prinzip diese Umwandlung von Lichtenergie in CO2-Fixierung und damit alle Biomoleküle ermöglicht hat. Die zweite Anwendung ist Medizin und da werde ich Ihnen auch 2 Beispiele nennen, einschließlich unserer jetzigen Forschung an Covid. Ich habe das Zentrum für angewandte Strukturbiologie und wir haben 16 Fakultätsmitglieder, also 16 Professoren, die daran arbeiten. Und wenn Sie jetzt hier dieses Schema sich angucken, dann sehen Sie eine riesige Variabilität von Leuten, die in dem Zentrum arbeiten. Wir haben alles von Photosynthese über Cancer Biology, Virologie und neuerdings auch Quantenphysik hier mit Sam Teitelbaum. Das sind die angewandten Felder. Und wir haben noch viel mehr Felder, wie ich Ihnen nachher am Ende am Video zeigen muss, wie man diese freien Elektronenleser anwenden kann. Und wir haben auch sogar einen Accelerator, also einen Beschleunigerphysiker in unserem Team, William Graves. Und ich will hier am Ende ein bisschen was erzählen über die Entwicklung von kompakten freien Elektronenlasern, die wir bei der ASU machen. Und jeder dieser Mitglieder hat zwischen 5 und 20 Leute in seinem Team. Also das Zentrum ist Zentrum Biodesign, Zentrum für Applied Structural Discovery hat ungefähr 100 Leute, die bei uns arbeiten. Und im Biodesign insgesamt haben wir 16 Centers. Die sind nicht alle so groß wie unseres, also ungefähr 900 Leute, die im Biodesign-Institut an angewandten Problemen der Welt arbeiten. Und jetzt zeige ich Ihnen mal die Welt. Und jetzt stellen Sie sich vor, Außerirdische würden magischerweise unseren Planeten besuchen. Dann ist die Photosynthese der einzige Prozess, die diese Aliens vom Weltraum aus sehen würden. Und der Prozess hat die ganze Erde verändert. 2,5 Millionen Jahre, vor 2,5 Billionen Milliarden Jahren. Denn die Erde war am Anfang unbelebt und sah aus wie der Planet Mars. Da gibt es übrigens Ideen, dass eventuell das Leben vom Mars kam, aber jetzt ist Mars wahrscheinlich unbelebt. Ich glaube nicht, dass da grüne Männchen rumlaufen.
Ja, und dann hat die Photosynthese unseren Planeten vor 2,5 Milliarden Jahren umgewandelt durch die Produktion von Sauerstoff und das Einfangen des Lichts und die Herstellung von Biomolekülen in so den grünen Planeten, den wir heute sehen und den wir erhalten wollen. Das Problem ist now, dass diese ganzen Biomoleküle, die aufgebaut wurden und das ganze CO2, was fixiert wurde, die ursprüngliche Erdatmosphäre hatte 20% CO2, müssen Sie sich mal vorstellen, wie heiß das damals war. Das blasen wir jetzt alles in die Luft, in viel zu kurzer Zeit. Und das führt dann zur globalen Erwärmung. Und die Idee ist, wenn man das, die Funktionsweise der natürlichen Photosynthese erforscht, dann können wir vielleicht Systeme bauen, die so stabil sind wie menschengemachte Systeme, aber so effizient oder sogar effizienter als die Natur. Und deshalb bin ich so lange schon interessiert an dem Prozess der Photosynthese. Die Photosynthese findet in Pflanzen und Blättern statt und in diesen Blättern sind riesige biomolare Komplexe oder Biomaschinen, wie wir gestern schon gehört haben, die das Licht einfangen und in chemische Energie umwandeln. Und das erste von diesen Systemen, über das ich Ihnen erzählen will, ist Photosystem 1. Die Herausforderung ist, dass es mit klassischen Röntgenstrukturmethoden 13 Jahre dauerte, um die erste Struktur von Photosystem 1 zu entschlüsseln. Das war damals noch, als ich im Max-Formel-Institut in Berlin war. Und selbst der Leiter der Kristallographie, mit dem wir zusammengearbeitet haben, klopfte mir so auf die Schulter, weil sich die Gruppe stöhnte und sagte, haha, ein anderer Idiot, der versucht, Photosystem zu kristallisieren, weil er nie geglaubt hat, dass das funktionieren würde. Photosystem 1 ist diese riesige Biomaschine und es besteht aus 36 Proteinen. Das ist nicht alleine, sondern man muss das Licht ja einfangen. Proteine sind ja nicht farbig. Und was Sie sehen, farbig in der Natur, das sind die Chlorophylle, das, was grün ist. Das fängt das Licht ein, das macht auch die Ladungstrennung. Denn das Photosystem wandelt Licht in elektrische Energie an. Es ist also wirklich sozusagen eine Photovoltaik-System der Natur. Und das ist eigentlich ein simplifiziertes Bild von Photosystem 1, was nur sozusagen die Hauptstrukturelemente zeigt, nicht die einzelnen Atome. Und Sie sehen, wie komplex das ist. 381 Kofaktoren, hauptsächlich Chlorophylle, aber auch Carotinoide, das, was Sie sehen im Herbst, wenn es orange wird und die Chlorophylle abgebaut werden, die als Lichtschutz dienen, arbeiten zusammen, um das Licht einzufangen. Und diese Maschine ist extrem effizient. Wenn ein Photon Photosystem 1 trifft bei Raumtemperatur, haben Sie eine Chance von 99,99%, dass die Ladungstrennung stattfindet. Und das passiert im Zentrum von jedem von diesen Monomeren. Sie haben also drei katalytische Zentren in diesem Riesenkomplex. Und egal welches Chlorophyll, das sind diese Moleküle hier, Sie mit dem Licht treffen, Sie haben 99,99% Chancen, dass die Ladungstrennung stattfindet. Das heißt, für den Anregungsenergietransfer ist die Quantum Efficiency 99,99% vom Photosystem 1. Aber es hat uns ewig gedauert, große, gut geordnete Kristalle zu züchten, weil dieses System extrem empfindlich ist gegen Röntgenstrahlung. Weil jedes dieser Chlorophylle enthält im Zentrum ein Metall, Magnesium. Und Proteine, die Metalle enthalten, sind besonders empfindlich gegen Röntgenstrahlungsschaden. Das heißt, wir mussten die Kristalle einfrieren, um die Struktur zu lösen. Das heißt, die kriegen nur ein statisches Bild im eingefrorenen Zustand. Und zweitens mussten wir die Kristalle Millimeter groß züchten, sodass wir die nach jedem Bild verschieben können, um den Röntgenstrahlungsschaden zu minimieren, selbst bei tiefen Temperaturen. Und das hat uns so lange gedauert. Wir hatten am Anfang immer als letzten Reinigungsschritt ganz, ganz kleine Kristalle gemacht, die man eigentlich gar nicht sehen kann unter dem Mikroskop, sogenannte Nanokristalle. Und die haben wir dann aufgelöst, um die großen Kristalle daraus zu machen. Und die Idee war jetzt, wenn man diese Nanokristalle benutzen kann, direkt um die Struktur zu bestimmen, dann kann man sich die 13 Jahre sparen. Und die Idee war auch, wenn man Experimente bei Raumtemperatur machen kann, dann könnte man ein molekulares Movie machen der Reaktion. Also nicht nur ein statisches Bild von Photosystem 1 ansehen, sondern sehen, wie die Elektronen zum Beispiel über die Membran gehen, was da für Änderungen stattfinden. Das heißt, die Idee war, neue Techniken zu entwickeln, um die Struktur und Dynamik von großen Biomolekülen wie Photosystem 1 aufzuklären. Bei Raumtemperatur. Und jetzt kommen die freien Elektrosenlaser ins Spiel. Sie sehen hier so ein Bild von dem Ondulator
von LCLS. Das war der erste freien Elektronenlaser, der gebaut wurde. Es hat 10 Jahre gebraucht, den zu bauen. 2009 wurden die ersten Experimente gemacht. Und unsere Gruppe in Arizona hat seit 2003 daran gearbeitet, Methoden zu entwickeln, wie man diese freien Elektronenlaser benutzen könnte, um Biomoleküle zu untersuchen. Jetzt erzähle ich Ihnen erstmal, was diese freien Elektronenlaser können. Das ist mind-boggling. Die machen Röntgenpulse, die sind 10 hoch 12 mal stärker als die stärksten bisherigen Röntgenquellen. Das sind diese großen runden Beschleuniger, die Synchrotrons heißen. Also extrem stark. Und die zerstören nicht nur den Kristall oder das Atom, das Molekül, die zerstören das Atom. Die machen hohle Atome in weniger als 15 Femtosekunden. Das heißt, was passiert? Die inneren Elektronen werden rausgerissen. Damit ist der Rest des Atoms positiv geladen und dann kommt es zu so einer Art Explosion, die heißt Coulomb-Explosion. Und das ist hier so eine Simulation, wie so ein Biomolekül im Vakuum in so einem Experiment explodiert. Das heißt, alle Atome stoßen sich ab und es kommt zu einer riesigen Explosion. Ich habe Ihnen noch erzählt, ich will den Röntgenschaden minimieren. Und jetzt habe ich so einen freien Elektronenlaser, der ist so stark, dass er jedes Material zerstört. Deshalb ist das Laserschwert von Dark Vader totally peanuts gegen diesen freien Elektronenlaser. Der Trick ist jetzt, dass wenn man schneller ist als diese Zerstörung, dann kann man ein Bild kriegen, bei der das Molekül nicht zerstört ist. Und man muss nicht mehr einfrieren, man muss nicht mehr riesige Kristalle züchten. Man kann Kristalle nehmen, war die Idee, die so klein sind, dass sie nur ein paar hundert Atome enthalten oder ein paar hundert Moleküle enthalten und damit viel einfacher zu züchten sind. Das war die Idee. Und wir haben seit 2003 daran gearbeitet, jeden Freitag 2 Stunden getroffen. Dann immer hat einer eine Idee gehabt, ist an die Tafel gegangen. Wir hatten immer kein Programm, es war immer so eine Art Brainstorming-Session. Und dann haben wir 9 Ideen gehabt, 8 davon verworfen, 1 weitergeführt. Und selbst mein Mann, der jetzt mit mir zusammen an dem Projekt arbeitet, hat immer gesagt, warum verschwendest du immer 2 Stunden deiner wertvollen Zeit jeden Freitag mit diesen Physikern? Das führt zu gar nichts. Also er hat nicht dran geglaubt, aber jetzt arbeitet er mit mir an den Projekten. Leider haben auch die Reviewer von unseren Forschungsanträgen nicht daran geglaubt. Wir haben mehr als 10 Proposals abgeschickt. Wir hatten uns Ideen gemacht, wie kann man denn die Moleküle immer wieder ersetzen? Weil jedes Molekül kann man nur einmal in den Röntgenstrahl bringen und dann ist es zerstört. Wir haben dann so ein Jet entwickelt, aber wir haben keine Forschungsgelder gekriegt. Und die Referees hatten 3 Killer-Argumente. Das erste Argument, sie haben nicht geglaubt, dass man ein Bild kriegt, bevor man das Molekül zerstört. Das zweite Argument war, sie haben gesagt, selbst wenn mit dem unwahrscheinlichen Fall, dass ihr noch ein Bild kriegt, also dass das Molekül nicht zerstört ist, ihr seht nichts. Das Argument war, man hat 10 hoch 12 mal mehr Photonen, aber man hat 10 hoch 15 mal mehr Zeit. Und jetzt erzähle ich Ihnen mal, wie kurz so eine Femtosekunde ist. Das ist 10 hoch minus 15 Sekunden. Das ist ja schon sehr kurz, aber was heißt das eigentlich? Der Zeitunterschied zwischen einer Femtosekunde und einer Sekunde ist der gleiche wie zwischen einer Sekunde und 32 Millionen Jahren. Ja, und da haben die gesagt, ja, sie haben zwar 10 hoch 12 mal mehr Photonen, aber 10 hoch 15 mal weniger Zeit. Das heißt 1000 mal weniger Photonen. Und dann wollen sie statt Trillionen von Molekülen, die in so einem großen Millimeterkristall sind, da plötzlich Kristalle machen, die nur ein paar hundert oder ein paar tausend Moleküle enthalten. Sie sehen nichts, selbst wenn sie das Molekül nicht zerstören. Das war das zweite Argument. Und das dritte war, sie sehen ja jeden Kristall nur einmal. Und da kriegen sie nie einen Strukturfaktor raus, dass sie damit im Prinzip eine Struktur bestimmen können. Weil normalerweise dreht man so einen Kristall langsam im Röntgenstrahl und kriegt dann ganz viele nacheinander folgende Bilder. Und jetzt kriegen sie nur einen Snapshot von jedem Einzelnen. Selbst wenn sie was sehen, sie können damit nichts anfangen. Das waren die 3 Argumente. Das heißt, meistens wurde unsere Proposal noch nicht mehr diskutiert, sondern kam in diesen Stapel von, naja, vergessen Sie es, niemals möglich. Aber wir haben das Experiment trotzdem gemacht 2009. Als allererste sind wir zu dem freien Elektronenlaser gegangen, um Kristalle da dann zu diffraktieren. Und dann fing eine große Diskussion an, weil wir kamen mit 2 Proben. Wir kamen mit Photosystem 1, das größte Membranprotein, was zu der Zeit jemals kristallisiert wurde. Und die anderen kamen mit Lysozym, das ist dieses kleine Molekül, was hier in der Simulation zu sehen ist. Und selbst meine Kollegen haben gesagt, ihr seid völlig verrückt.
Keiner glaubt, dass das funktioniert und ihr wollt dieses riesige Fotosystem da reinmachen. Nein, 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 nein. Wir fangen mit Lysozym an und dann in 10 Jahren können wir vielleicht was machen wie Fotosystem. Aber den Henry Chapman, der der Projektleiter war für dieses Experiment, war immer schon ein bisschen ja, abenteuerlustig. Er hat gesagt, lass uns doch zuerst das Fotosystem reinmachen und wenn es nicht diffraktiert, kann man immer noch das Lysozym reinmachen. Ja, und alles ist Geschichte seitdem, weil wir haben extrem gute Bilder gekriegt. Hier sehen Sie im Prinzip den Strahl. Wir haben die Kristalle in ihrer Mutterlösung bei Raumtemperatur, wo sie voll aktiv sind. Die machen die gleiche Reaktion in den Kristallen wie in der Lösung in den Röntgenstrahl geschickt. Und hier sehen Sie dieses Leuchten. Das ist das Plasma, was geformt wird, wenn der Röntgenstrahl mit einer Probe interagiert. Das heißt, die Temperatur ist am Ende höher als das Innere der Sonne und ein Plasma ist geformt, formt sich. Und das sehen Sie von dem Leuchten. Und wir haben diese riesigen, wunderschönen Diffraktionsbilder gesehen. Kann man es vielleicht ein bisschen dunkler machen noch? Das wäre super. Dunkler? Wir haben sogar den Detektor saturiert, also gesättigt, mit diesen Diffraktionsbildern von diesen ganz kleinen Kristallen. Und wir haben auch gezeigt, dass die Kristalle so ganz klein sind. Sehen Sie mal die Bilder hier, das sieht so ein bisschen aus wie eine Galaxie. In 1952 hat Seyrus vorhergesagt, wenn man jemals Diffraktion machen kann von einem Kristall, wo Sie zählen können, wie viele Einheiten Sie da drin haben, dann sehen Sie nicht nur die Breckreflexe, diese Dinger, sondern auch Striche zwischen den Reflexen. Und die können Sie einfach abzählen, in dem Fall bis 12, und dann wissen Sie, wie viele Elemente in der Einrichtung Sie im Kristall haben. Und dann werten Sie eins von diesen aus, das sind die Fourier-Transformationen von dem Kristall. Sie werten also eine von diesen Galaxien hier aus und dann kriegen Sie raus, wie der Kristall aussah, bevor Sie ihn zerschossen haben. Wir haben mehr als 3 Millionen Bilder gekriegt bei dem allerersten Experiment und dann in Nature publiziert. Und das ist die Struktur vom Fotosystem, weil der am Anfang hatte der Präelektronenlaser nur eine Wavelength auf 8 Angström. Das heißt, das war unsere erste Struktur. Aber kurz danach haben wir dann auch schon die ersten atomaren Diffraktionsbilder gesehen von diesen kleinen Kristallen. Und die Röntgenreflexe von Fotosystem 1 im Universum der Femtosekundendiffraktion sieht fantastisch aus. Wenn Sie da sitzen und sehen, die Bilder reinkommen, ist es wie so ein Feuerwerk. Und die Kristalle sind viel besser geordnet, diese klitzekleinen, als die großen. Das heißt, es war ein bisschen frustrierend. Wir haben 13 Jahre lang immer die kleinen, guten Kristalle aufgelöst, um die großen, hässlichen draus zu machen. Das ist also auch nochmal die Nachricht. Die kleinen Kristalle sind nicht nur leichter zu machen, die sind auch viel besser geordnet, weil die nicht so viele lange Interaktionen haben, die die Sache inhibieren könnten. Der LCLS war der erste freie Elektronenlaser in der Welt und der hat angefangen mit 30 Bildern pro Sekunde. Am Ende, nachher jetzt, hat er 120 Bilder pro Sekunde. Der größte und beste Exfell in der Welt ist jetzt der europäische Exfell in Hamburg. Der wurde 2017 eröffnet, er ist 3,6 Kilometer lang, das heißt, der fängt an im Desi und endet in einem anderen Bundesland, in Schönefeld, in der Mitte auf der Wiese, Kühe drumherum und dann ist da die experimentelle Endstation. Der war aber leider sehr teuer, hat über 2 Milliarden Euro gekostet und 10 Jahre gebaut. Zum Vergleich die Elbphilharmonie, wo die Hamburger so gejammert haben, dass die so teuer ist, die hat nur 0,8 Millionen gekostet. Nur 8 Milliarden, also 800 Millionen und 8 Jahre Bauzeit. Und das Witzige ist, was Sie hier sehen, ist wirklich ein Laserstrahl, der an dem Tag der Eröffnung von der Elbphilharmonie bis nach Schönefeld ging. Das ist also hier nicht irgendwas Geschöntes, das waren wirklich Laserstrahlen, die von der Elbphilharmonie zum europäischen Exfell gingen, weil das die zwei am meisten teuersten Projekte waren in Hamburg. Und die waren so stolz auf beide, dass sie die beiden verbunden haben am Tag der Eröffnung. Das ist der erste supraleitende Exfell und die Röntgenpulse kommen nicht gleichmäßig, sondern die kommen in Pulsblöcken, 10 Pulsblöcke pro Sekunde und am Anfang 120 Pulse pro Block, jetzt sind es im Augenblick schon auf 250. Und wir haben dann das erste Experiment im Fotosystem 1 am europäischen Exfell gemacht und wir haben das publiziert gerade vor 3 Jahren in Nature Communications. Und wir haben dafür viele Mikrokristalle gemacht, Billionen von diesen Mikrokristallen.
Und das sind die Strukturen, die wir erhalten haben. Also das ist hier der Übersicht. Wir haben ja schon gehört, was man rauskriegt mit Röntgenstrukturanalyse, ist eine Elektronendichte. Das heißt, wo sind die Elektronen? Da ist natürlich auch, wo das Molekül ist. Und dann sehen Sie hier zum Beispiel, das ist das Carotin, das ist das, was orange ist in der Natur und sozusagen das Fotosystem gegen zu viel Licht schützt. Und wie schön das definiert ist, das ist das Molekül eingebettet jetzt in die experimentelle Dichte, die wir gesehen haben. Hier sehen auch Lipide drin, die sitzen nicht nur außen, sondern auch im Molekül, denn hier ein Eisenschwefelcluster und auch die zwei Chlorophylle, die die Ladungstrennung machen, die sitzen hier im Zentrum, wo die Action stattfindet vom Photosystem 1. Das war jetzt die erste Struktur von einem großen Membranprotein, gelöst am europäischen ExFelmet und auch die erste Raumtemperaturstruktur vom Photosystem 1, weil alle anderen Strukturen waren immer eingefroren und wir haben große Änderungen gesehen. Zum Beispiel dachten wir immer, dass das Trimer symmetrisch ist. Aber wenn man das bei Raumtemperatur macht, stellt man fest, dass da so viel Fluktuation stattfindet, dass es eben nicht symmetrisch ist. Das heißt also, wenn Sie wirklich mal die ganzen Strukturen angucken, die fast alle mit Standardkristallographie gemacht sind, da sind viele Fehler drin, weil es nicht bei Raumtemperatur gemacht wurde und auch weil Röntgenstrahlenschaden im Prinzip das Molekül beeinflusst hat. So, was wir jetzt machen wollen, ich erzähle Ihnen jetzt mal was wir machen wollen. Im November dieses Jahres haben wir 3 Tage, 16 Stunden jeweils, am europäischen ExFel, um ein molekulares Movie zu machen von Photosystem 1. Und was wir machen wollen, ist, wir haben 250 Bilder in jedem von diesen Pulstrain. Und nach 10 Bildern geben wir einen Lichtblitz. Und dann werden wir 250 Bilder von einem Film kriegen. Jedes Bild ein anderer Snapshot von der Reaktion, wie die Elektronen vom Photosystem 1, von der Ladungstrennung über die Membran gehen und die Reaktion katalysieren. Das wird dann wahrscheinlich eine Weile dauern, bis wir die ausgewertet haben, die Daten, weil das werden wahrscheinlich Millionen von Diffraktionsbildern sein. Man muss ja von jedem einzelnen Zeitpunkt ungefähr 30.000 Bilder haben, um eine Struktur zu kriegen. Also bleiben Sie wachsam, hoffentlich in vielleicht nächstes Jahr kann ich Ihnen ein molekulares Movie zeigen von den Elektronen, die durch Photosystem 1 laufen, wenn das Experiment im November funktioniert. Das zweite Photosystem ist das, was viele noch viel spannender finden. Ich persönlich finde Photosystem 1 genauso spannend, aber das Photosystem 2 macht eine ganz spezielle Reaktion. Das spaltet Wasser. Und zwar in Sauerstoff, 4 Elektronen und 4 Protonen. Und was wirklich gebraucht wird für die Photosynthese, ist nicht der Sauerstoff, der ist ein Beiprodukt. Wir benutzen das zur Atmung, sondern die Elektronen und die Protonen. Und das ist hier ein Bild vom Photosystem 2. Das ist ein Dimer, nicht ein Trimer. Und was wir denn machen wollten, das war eigentlich die Hauptmotivation, ist die Kristalle auf dem Weg zum Röntgenstrahl mit Licht zu beblitzen. Man braucht im Prinzip 3 Blitze, um den ersten Sauerstoff zu produzieren. Und die ersten Experimente, bei denen haben wir 2 Lichtblitze benutzt, um den letzten stabilen Zustand des Photosystems 2 darzustellen. Und jetzt mal sehen, ob das Video funktioniert. Das war von einem der ersten Experimente, die wir gemacht haben, am ExFel bei LCLS. Und hier sehen Sie, wie die Bilder reinkommen. Manchmal treffen Sie einen Kristall, manchmal treffen Sie keinen Kristall. Und die sind jeweils immer in unterschiedlichen Orientierungen, die Bilder. Und man muss dann 30.000 von diesen Bildern sammeln, um dann die Struktur von Photosystem 2 oder Photosystem 1 zu entschlüsseln. Es war nicht das beste Video, das war das Video, was ich mit meiner Unterwasserkamera gemacht habe. Denn die Experimente wurden ein halbes Jahr, nachdem ich von meinem Sabbatical in Australien zurückkam, gemacht. Was Sie denn kriegen ist, wenn Sie diese einzelnen Snapshots haben, müssen Sie finden, wie die Orientierung des Kristalls war. Und dann kriegen Sie die Sphäre der Reflexion. Und diese Sphäre der Reflexion, oder auch Ewald-Sphäre genannt, gleicht einer Galaxie. Mit vielen Sternen, das sind die niedrig aufgelösten Reflexe in der Mitte, und dann nach außen werden es immer mehr, aber immer schwächere Reflexe. Und jedes einzelne von diesen Bildern, was ich Ihnen in dem Video gezeigt habe, ist eine ultradünne Scheibe durch diese Sphäre der Reflexion. Und Sie müssen die Intensität und die Phase von jedem von diesen Reflexen bestimmen, um die Struktur
rauszukriegen. Was auch noch ein bisschen interessant ist für die Mathematiker unter Ihnen, ich weiß nicht, ob wir welche haben, ist, dass diese Reflexionen im reziproken Raum existieren. Der ist actually außerhalb unseres Universums und unserer Vorstellungskraft, weil da sind imaginäre Terme wie die Quadratwurzel aus minus 1, die ja gar nicht existieren, existent. Das heißt also, Sie müssen im Prinzip immer in diesem reziproken Raum operieren, um nachher die Struktur zu bestimmen. Das ist also ein bisschen was von außerhalb dieser Welt. Als wir jetzt die allererste Struktur 2014 bestimmt haben, im Dunkelzustand und im ersten Lichtzustand, wenn Sie den die Übersicht sich angucken, sind die relativ ähnlich. Aber im Herzen, da wo die Wasserspaltung funktioniert, da ist natürlich der große Unterschied. So, das ist hier die Elektronentransportkette Netz von Photosystem 2 und das ist der magische Mangan-Cluster, bestehend aus 4 Mangan, 5 Sauerstoff und einem Calcium, die katalytische Reaktion katalysieren. Das Herz der Wasserspaltung, könnte man auch sagen. Und wir haben dann die erste Struktur bei 5 Angstrom gelöst. Das ist im Prinzip eine mittlere Auflösung. Man kann noch nicht atomare Details sehen, aber man sieht, was sich verändert. Und das sind meine beiden Studenten, die damals gearbeitet haben daran, Schiebaum und Christopher Kupitz. Und das ist unser großer 5 Meter hoher Photobioreaktor, in dem wir die Algen anziehen, aus dem wir die Photosysteme isolieren. Und dann nach 2 Lichtblitzen haben wir große Änderungen gesehen, zum Beispiel dieses Mangan bewegt sich nach draußen und macht Platz wahrscheinlich für das zweite Substratwasser. Man braucht ja 2 Wasser, die man spaltet, um einen Sauerstoff zu machen. Und wir haben dann postuliert, dass da praktisch Wasser reinkommt. Und das stimmte auch mit einem Modell überein von Isobe et al., der postuliert hatte, dass in diesem Zustand das zweite Substratwasser reinkommt. Das war natürlich jetzt erst nur der Versuch, der erste mittelaufgelöste Struktur. Wir wollen natürlich eine atomare Struktur haben. Und wir wollen natürlich ein Movie haben, nicht nur von dem letzten stabilen Zustand. Wir wollen natürlich den Zustand untersuchen, wo die Wasserspaltung stattfindet. Das heißt, wir wollen im Prinzip so eine Art Movie kriegen, wie von dem ersten Bild von einem Pferd. Da gab es eine Wette, ob ein Pferd jemals alle Füße in der Luft hat, wenn die Reaktion stattfindet. Und wir wollen diese Snapshots der Wasserspaltung machen mit den freien Elektronenlasern. Und der erste Schritt war eben das Paper, was ich Ihnen jetzt gerade schon gezeigt habe, publiziert in Nature 2014. Das ist schon eine ganze Weile her. Und inzwischen haben wir mehr Experimente gemacht und das ultimative Experiment haben wir im Mai gemacht, auch wieder am europäischen Exfil, wo wir wirklich versucht haben, dann diesen transienten Zustand zu erreichen, wo der Sauerstoff gebildet wird, wo das erste Substratwasser reinkommt und der Mangan-Cluster vom am meisten reduzierten Zustand zum meisten oxidierten Zustand zum am meisten reduzierten zurückgeht. Und dafür haben wir viele, viele Millionen kleine Kristalle gemacht. Das sind hier Kristalle jetzt von Photosystem 2 und die sind voll aktiv. Wenn Sie da Licht drauf blitzen, sehen Sie kleine Sauerstoffblasen aussteigen. Das heißt, die Reaktion ist die gleiche im Kristall wie in einer natürlichen Zelle in einer Pflanze. Und dann haben wir 3 Lichtblitze gegeben, um diesen Zustand zu erreichen. Und dann haben wir 202 Pulse in einem von diesen Trains. Und wir sind jetzt im Augenblick am Auswerten und wir brauchen 30.000 Bilder von jedem von diesen Schritten, um Ihnen das Movie der Wasserspaltung zu zeigen. Wir sind noch dabei und hoffentlich nächstes Jahr, wie haben wir denn auch ein Movie der Wasserspaltung? Und wenn wir das kriegen, dann können wir ein System bauen, was stabiler ist als Photosystem 2, aber so effizient. Denn Photosystem 2 lebt in der Pflanze im hellen Sonnenlicht nur eine halbe Stunde. Wir haben in der Diskussion gehört, dass Robisco das Problem ist. Photosystem 2 ist das Problem. Nature hat in 2,5 Milliarden Jahren nicht geschafft, das Photosystem zu stabilisieren, weil es so eine extreme Reaktion katalysiert. Wasserspaltung mit Earth Abundant Metals. Aber es hat einen hohen Preis, dass es dafür zahlen muss. Es wird alle halbe Stunde ersetzt. Die Hälfte der Energie der Pflanze geht dafür drauf. Das heißt, wir müssen Photosystem 2 optimieren, wenn wir versuchen wollen, viel CO2 mit natürlichen Algen einzufangen. Nicht Robisco, PS2 ist das Problem. So, wir haben natürlich jetzt nicht nur Experimente an lichtgetriebene Systemen gemacht, sondern interessant in der Biologie und sind natürlich auch Systeme, die nicht lichtgetrieben sind. Zum Beispiel hier, das zeigt hier den Tanz von einem Riboswitch, der die Proteinsynthese reguliert. Und da haben wir riesige Konformationsänderungen gesehen. Die waren so groß,
dass die Kristalle sich sogar umgelagert haben. Es gibt hier viele Leute, die sagen, mit den ganzen Kristallen, da können sie eigentlich nur so klitzekleine Änderungen sehen. Weil alles, was größer ist, löst die Kristalle auf. Aber das war nicht der Fall. Die Kristalle waren hinterher ganz anders gepackt wie vorher. Und inzwischen hat der Dr. Wang, der diese Experimente geleitet hat vom National Cancer Institute, der hat Experimente gemacht mit AFM. Da hat er so einen kleinen Kristall, sozusagen fast durchsichtig, ganz nur nicht sehr hoch, im Prinzip fixiert und hat dann das Substrat, was Adenosin ist, von einer Seite reingebracht. Und das ist ein absolutes cooles Movie. Was dann nämlich passiert ist, dass die Moleküle ihre Konformation ändern, Layer by Layer. Das heißt, wie so ein Domino-Effekt. Das heißt, Lage bei Lage ändern die ihre Konformation, ändern und damit verändert sich der Kristall. Das funktioniert nicht mit großen Kristallen. Wenn Sie riesige Kristalle haben, die zerbrechen einfach nur, kriegen große Risse und so weiter. Aber mit diesen klitzekleinen Kristallen, die nur ein paar hunderte von Molekülen enthalten, können Sie das Experiment machen. Das heißt, wir können größere Konformationsänderungen sehen, selbst wenn die Kristalle sich dabei umlagern, weil das Molekül so eine große Änderung macht. Was ich Ihnen jetzt noch zeigen will, ist in Snapshots von einem Molecular Movie von Antibiotika-Resistance. Antibiotikresistenz ist ein riesiges Problem. Das ist der Grund, warum Leute jetzt nur noch ganz kurz im Krankenhaus sind, weil diese ganzen antibiotikresistenten Bakterien da sind und sie ganz leicht mit einer Lungenentzündung sterben, wenn sie im Krankenhaus sich einen von diesen Erregern einfangen. Der Trick ist jetzt natürlich diesen nicht-lichtgetrieben. Wie kann man jetzt eine nicht-lichtgetriebene Reaktion, wie zum Beispiel die Spaltung von so einem Antibiotikum, von einem Enzym, von einem von diesen bösen Bakterien, untersuchen? Und dazu machen wir ein System, das heißt Mixen und Inject. Also Mix and Inject. Was man macht, ist, man hat ja die Kristalle, die werden erstmal fokussiert und dann werden die hier gemixt in so einer Mixkammer, mikrofluidische Mixkammer. Und dann hat man ein Zeitfenster, ein Delay-Fenster zwischen, wo man gemixt hat und wo man das hinterher mit den Röntgenstrahlen bestrahlt. Und das gibt Ihnen dann die Zeitauflösung. Und hier sehen Sie jetzt das Antibiotikum Sectectofluorin, was bindet in der katalytischen Zentrum. Und das ist wirklich mindboggling, weil das war was, was man nicht erwartet hat. Zuerst bindet das Antibiotikum in einer Konformation, wo es 3 Angstrom weg ist von der katalytischen Aminosäure. Dann wird die Bindung gebrochen, diese schwache Bindung. Dann lagert sich das alles um und dann wird eine kovalente Bindung geformt auf dem Enzym in ungefähr 100 Millisekunden. Und das ist dann der Steady State, das heißt, dass am Ende sozusagen der Zustand, der dann, wenn man das Enzym über längere Zeit laufen lässt, darstellt. Und das hat man überhaupt nicht vorhergesagt. Das hatte keiner auf dem Schirm, dass im Prinzip diese Bindung stattfindet. Das heißt, man kann wirklich die Übergangszustände in diesen katalytischen Reaktionen sehen und Sachen sehen, die man vorher noch nie vorhergesagt oder gesehen hat. Und dann kann man natürlich bessere Antibiotika entwickeln, die hoffentlich nicht binden können, zu diesem Enzym und damit nicht gespalten werden können. Das kann also eine wichtige Rolle spielen, diese Forschung, für die Entwicklung von neuen Antibiotika. Dann zeige ich Ihnen jetzt noch mal kurz was über SARS-CoV-2. Sie haben wahrscheinlich ganz viel über das Spike-Protein gehört. Das Spike-Protein bringt den Virus in die Zelle und das ist das, was Sie hier oben sehen. Aber die genetische Information, die RNA, kodiert für Enzyme, die noch viel mehr Funktionen von dem Virus machen. Und ich werde Ihnen jetzt mal was erzählen über ein Protein called NanoU. Das ist eine RNA, die schneidet also RNA. Und die schneidet einen Teil der Virus-RNA, den das Immunsystem über Millionen Jahre entwickelt hat, zu detektieren, um zu sehen, ob eine Zelle von einem Virus infiziert ist. Die heißt Polio. Und das heißt, das NanoU-Protein versteckt den Coronavirus vom Immunsystem. Und es ist auch viel aktiver in Covid als in den anderen SARS oder MERS. Und das ist der Grund, ne, dass man sozusagen infiziert ist mit Covid und das weiterträgt, obwohl man noch gar nicht krank ist. Dass man diese ganzen Sachen, man misst die Temperatur im Flughafen, es hilft nichts, weil die Leute können infiziert sein mit Covid und trotzdem das Virus weitertragen. Wir wollen jetzt rausfinden, wie dieses NanoU funktioniert. Wie ist das, wie ist sein Mechanismus, um dann im Prinzip das zu verhindern. Und was wir jetzt
gemacht haben, ist, wir haben auch kleine Kristalle gemacht, wir sind zum freien Elektronenlaser gegangen und wir haben die erste Raumtemperaturstruktur von Nanoyou bestimmt. Das ist ein Hexameer. Und das Interessante dabei ist, dass wenn man das bei Raumtemperatur macht, dann kann man nicht nur die Struktur bestimmen, man kann bestimmen, wo die flexiblen Domänen sind. Und dabei haben wir festgestellt, in diesem Hexameer, der obere Ring ist viel mehr flexibel als der untere Ring. Und wir haben jetzt postuliert, dass so ein Bindungs-Change-Mechanismus stattfindet, dass immer sozusagen erst das Substrat hier bindet und nachdem das sozusagen geschnitten wurde, dann die Bindungsaffinität sich ändert. Das heißt, dann würde das untere mehr flexibel sein und das obere fester. Und dass es so eine Art Flip-Flop-Mechanismus ist. Und als wir das dann verglichen haben mit einer Cryo-EM-Struktur, fiel uns auch auf, dass die in der Cryo-EM gesagt haben, ja, es sind 6 Bindungsstellen, aber nur 3 davon sind besetzt. Wie kann das sein? Ja, das ist der Mechanismus. Aber die Cryo-EM-Struktur war natürlich bei tiefen Temperaturen bestimmt. Und die haben das natürlich nicht gesehen, diesen Unterschied in der Flexibilität. Jetzt wollen wir natürlich Molecular Movies machen. Und wir haben erstmal festgestellt, wenn wir das Substrat da reingeben, die RNA, dann wird die unheimlich schnell, schneller als in einer Sekunde gespalten. Das heißt, die Kristalle sind aktiv. Das ist natürlich super, aber wie kommt das Substrat in die Kristalle? Und hier sehen Sie die Kristallpackung. Da sind riesige Kanäle, sozusagen so riesige Wasserkanäle in den Kristallen, wo das Substrat rein kann. Und hier sind die 2 verschiedenen katalytischen Zentren und die sind auch beide vollständig zugänglich zu den Kanälen. Kann man sagen, haben wir Glück gehabt, ne? Das heißt, beide katalytischen Zentren zeigen in den Kanal und wir hoffen, dass wir jetzt ein Molecular Movie davon machen können, wo man dann sieht sozusagen, wie diese Bindung funktioniert, wie die katalytische Funktion funktioniert, um dann neue Medikamente zu entwickeln, um das Nanoyou zu inhibieren und damit im Prinzip das Covid auszuschalten. Da gibt es nur ein Problem, das ist der Zugang zu den X-Fields. Jeder von diesen großen X-Fields, im Augenblick nur 5 in der Welt, einer in Deutschland, einer in der Schweiz, der in Amerika, einer in Südkorea und einer in Japan. Und die sind lineare Beschleuniger. Das heißt, man kann immer nur ein Experiment an einem von diesen Beschleunigern in der Welt zur gleichen Zeit machen. Das heißt, 5 Beschleuniger, 5 Experimente. Aber das sind nicht nur die Biologen, da sind die Physiker, die Quantenphysiker, die Materialwissenschaften. Alle wollen diesen X-Fill benutzen. Das heißt, es ist unheimlich schwierig, Messzeit zu kriegen. Sie müssen das oft jahrelang vorher beantragen. Und dann haben sie vielleicht Glück, ihre 3 Tage Experimentalzeit an so einem X-Fill zu kriegen. Das heißt, viele Leute haben gesagt, so toll die Methode, aber was nützt uns das, wenn wir nie Experimentierzeit kriegen? Meine Doktoranden müssen fertig werden. Wie sollen die das machen, wenn sie nie die Experimente machen können für ihre Doktorarbeit? Ja, wie kann man das Problem lösen? Das ist ein schwieriges Problem. Und die Lösung ist ziemlich verrückt. Die Lösung ist nämlich, einen eigenen X-Feld zu bauen. Weil keiner hat so gerade mal 2 Milliarden in der Tasche. Die Idee ist, man muss den schrumpfen. Und die erste Idee dazu kam von den Leuten vom MIT, Franz Kärntner und Bill Graves und David Monkton haben über 20 Jahre im MIT gearbeitet, um das Konzept zu entwickeln für einen kompakten X-Fill, einen lasergetriebenen X-Fill, aber haben nie das Geld gekriegt, es zu bauen. Franz Kärntner ist dann nach Hamburg gegangen und hat da seine große Gruppe gegründet und 2013 ist er dann auf mich zugekommen und hat gesagt, hättest du denn Verwendung für einen kompakten X-Fill? Ich sage, klar. Wo wollen wir den denn bauen? Sagt er, naja, am DESI. Und wir wollen einen Antrag stellen für einen Synergy-Grant. Synergy-Grant von der Europäischen Research Council sind diese ja, Mission Impossible-Grants. Man muss also erzählen, dass man was macht, was noch niemand vorher gemacht hat und was aber möglich sein sollte. Schwierig, aber möglich. Also wir haben dann den Antrag gestellt und haben 14 Millionen Euro gekriegt von ERC in 2014. Das ist Franz Kärntner, Henry Chapman, Ralf Assmann und ich als Gastwissenschaftler. Und ASU war dann sehr generös und hat gesagt, du kannst 50% in Hamburg arbeiten. Und erst war das eine Idee als ein Joint Appointment, aber das hat nicht funktioniert, weil die Hamburger haben gesagt, nein, 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 deutscher Professor muss 100% in Deutschland sein. Und dann würden wir dir gnädig erlauben, 20% deiner freien Zeit in Arizona zu verbringen, aber nur als Adjunct-Professor. Da hat ASU gesagt, nee, 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 du bist hier raus hier, wenn du das machst, aber wir wollen ja ein Gegenangebot machen, was möchtest du denn haben? Und ich sagte, ich möchte gerne das Center für Applied Structural Discovery und wir wollen auch einen kompakten X-Fill hier bauen. Und da meinte Präsident Crowe, das ist sehr gewagt,
Aber ich liebe sowas, lass uns das machen. Und gleichzeitig haben sie mir versprochen, dass ich 50% meiner Zeit für die nächsten 6 Jahre in Hamburg verbringen kann und bezahlt von ASU. Also ich habe die letzten 7 Jahre praktisch die Hälfte der Zeit in ASU verbracht und die Hälfte der Zeit in Hamburg verbracht. Und wir haben in beiden Projekten an kompakten Beschleunigern gearbeitet. Jetzt werde ich Ihnen ein bisschen was über den kompakten Exfil bei ASU erzählen. Wir hatten zu der Zeit keine Beschleunigerexpertise bei ASU, aber wir haben Bill Graves rübergelockt, der Kollaborator von Franz Kärntner zu ASU. Es war nicht so einfach, er hat uns erst erzählt, dass er gerade ein neues Haus gebaut hat und 50 Bäume gepflanzt. Ah, dachte ich, das hört sich nicht so gut an, aber wir haben ihm gesagt, ASU gibt uns 9 Millionen und baut ein neues Gebäude, um diese kompakten freien Elektronenlaser zu bauen. Und das war dann genug Motivation für ihn, von Boston in die Wüste umzuziehen. Und die Idee ist jetzt, dass man eben nicht 250 Millionen pro Jahr verbraucht, um den großen Exfil zu machen. Und wir haben auch keine Milliarde, um den zu bauen, sondern dass man den kompakt baut mit 10 Metern. Und die Kosten waren estimiert für 15 bis 20 Millionen für den ersten. Und bei ASU bauen wir den in 2 Schritten. Der erste ist die kompakte X-Ray Lightsource. Die wird noch nicht kohärent sein, aber schon Femtosekunden Puls zu rechnen haben. Und der zweite Schritt ist dann der kompakte X-Fell, der dann Attosekunden Puls zu rechnen haben soll. Um Ihnen nur mal eine Idee zu geben, wir haben ja gehört, das Universum ist 13,8 Milliarden Jahre alt, ne? So eine Attosekunde, ich hatte Ihnen erzählt, eine Femtosekunde zu einer Sekunde ist eine Sekunde zu 32 Millionen Jahren. Eine Attosekunde ist zu einer Sekunde ist der gleiche Zeitunterschied wie eine Sekunde zu 32 Milliarden Jahren und das ist 3-mal länger als der Urknall. Also eine Attosekunde wäre super gigashort, aber wir werden ja sehen, ob wir da zu kommen. Die Idee ist jetzt, wie schränkt man denn eigentlich so ein Exfil? Wir haben jetzt an 2 gearbeitet, den in Arizona und den in Hamburg. In Hamburg, der hat wahrscheinlich Licht in 2 Jahren. In Arizona hoffen wir, dass wir Ende dieses Jahres die ersten Röntgenstrahlen haben. Aber wie macht man das? Die großen Exfils arbeiten mit dem folgenden Prinzip, das nennt sich Self-Seeding oder SASE. Man erst beschleunigt ein Elektron zu der Geschwindigkeit von Licht. Und dann bringt man es auf einen gewundenen Pfad durch alternative Magneten. Und der europäische Exfil hat zum Beispiel supergekühlte Magneten. Die arbeiten in flüssige Stickstofftemperatur. Und dann über eine lange Distanz in Hamburg, ist es praktisch vom Desi bis nach Schönefeld, fast 4 Kilometer, werden dann die Elektronen praktisch in diesem gewundenen Pass Röntgenstrahlen freisetzen. Und dann, die starten sozusagen mit zufällig orientierten Frequenzen und zuständig sind also nicht kohärent. Und man will sie kohärent bringen, dass die alle sozusagen in Phase schwingen. Nur dann emitten die diese ultrakurzen Röntgenpulse. Und das passiert hier, indem sie mit ihren eigenen Röntgenstrahlen interagieren. Das macht die Schnellen langsamer und die Langsamen schneller. Damit bilden die so kleine Pakete. Und wenn die alle in Phase schwingen, das heißt kohärent sind, dann entwickeln die diese ultrakurzen Röntgenpulse. So, das ist wie die großen Exfils. Alle 5 großen Exfils funktionieren mit diesem Self-Seeding-Prinzip. Sowohl der in Hamburg als auch der in Arizona funktionieren mit dem anderen Prinzip, das heißt Inverse Compton Scattering. Und das ist ein lasergetriebener Beschleuniger. Da hat man im Prinzip die Elektronen auch auf die Geschwindigkeit von Licht beschleunigt. Und was sie dann machen, ist, sie treffen auf den Elektronenstrahl mit einem ultrastarken Infrarot-Laserstrahl. Der ist 80 Milliarden Mal stärker als ihr Laserpointer, als dieser Laserpointer hier. Und diese Laser haben noch gar nicht existiert. Franz Kärntner baut die selber in Hamburg und wir in Arizona haben den ersten seines Typs von einer Firma aus München bestellt. Trumpf heißt die, nicht Trump, Trumpf. Und die haben dann 2 Jahre gebraucht, den zu bauen und der wurde dann letztes Jahr zu ASU geliefert. Das heißt, die haben noch gar nicht existiert vor 4, 5 Jahren, diese Laser. Und dann kommen die Elektronen mit Lichtgeschwindigkeit, der Laser kommt mit Lichtgeschwindigkeit und was dann passiert ist, dass die Elektronen aus ihrer Bahn geworfen werden und dabei machen die dann diese ultrakurzen Röntgenpulse.
Das nennt sich dann Inverse Compton Scattering. Und damit ersetzen Sie im Prinzip diese 1,5 Kilometer langen magnetischen Beschleuniger mit einer Interaktionsregion, die 10 Mikron ist. Das ist ein Zehntel des Durchmessers von einem menschlichen Haar. Das ist die Idee, wie wir den X-Feld schrumpfen. So, bei ASU haben wir natürlich kein Beschleunigerlabor wie bei DESY. Wir mussten ein neues Gebäude bauen. Das ist hier das Biodesign C. Und wir haben auch einen neuen Direktor, das ist Robert Keinel, der kam von uns von Berkeley. Der leitet jetzt die CXFL Labs. Und im Keller, nicht im Keller, im Untergeschoss, wie wir das so schön sagen, haben wir jetzt Platz gebaut für 2 kompakte Elektronen. Das ist crazy, es gibt noch überhaupt keinen in der Welt und sie bauen Platz für 2. Ja, wir haben Präsident Kroh davon überzeugt, wenn wir diese ganze Aktion machen, 120 Millionen für das neue Gebäude, 20 Millionen alleine ist das Untergeschoss für die 2 Beschleuniger, dann ist der erste ist nie perfekt. Die müssen sie optimieren. Sie lernen ja dabei, wenn sie das bauen. Aber wenn sie es optimieren, können sie keine Experimente machen. Deshalb ist die Idee, wir bauen Platz für 2. Wir bauen den ersten. Wenn der dann sozusagen arbeitet, versuchen wir Geld für den zweiten ranzubringen. Wenn der dann läuft, optimieren wir den ersten, sodass wir immer einen haben, der läuft und einen, den wir optimieren können. Und wir sind jetzt in der letzten Phase für Nummer 2. So, dann zeige ich Ihnen mal, wie das ausschaut. Wir haben sehr viele Grundstudiumsstudenten, die an dem Projekt arbeiten, 15, 5 PhD-Studenten und 6 Wissenschaftler. Das heißt, die erste Version der CXFL wird praktisch von Studenten gebaut. Und als wir jetzt die Begutachtung hatten für den zweiten, da haben die Reviewer gesagt, was? Studenten im Grundstudium bauen einen Beschleuniger? Sowas haben wir noch nie gehört, weil die ganzen Beschleuniger sind alle in National Labs mit PhD-Level Scientist. Und die haben gesagt, ja, haben die denn noch keinen Fehler gemacht? Ist da nichts passiert? Nein, hat Bill Gates gesagt, die sind alle super gut und super motiviert und haben ihr eigenes Projekt. Und wir haben keinen einzigen Unfall gehabt durch die Arbeit von den Studenten. Also wenn sie zu uns zur ASU kommen, können sie Beschleuniger mitbauen. Und das ist jetzt, wie der aussieht jetzt. Und hier die verschiedenen Sachen, die Kleistrons, dieser ultrastarke Laser, die Experimentierhalle und auch der Kontrollraum. Wir hatten den ersten Elektronenstrahl letztes Jahr und wir hoffen, dass wir die ersten Röntgenstrahlen Ende 2022 kriegen. Und ich will Ihnen jetzt noch kurz unsere Funding zeigen. Wir haben nämlich den ersten praktisch vollständig alleine gebaut. 9 Millionen von ASU und 10 Millionen von Leo und Annette Beuys. Den Leo Beuys habe ich im Flugzeug getroffen. Und ich hatte keine Ahnung, dass er reich ist. Ich habe einfach nur mit einem netten älteren Mann unterhalten, erzählt, was wir so machen. Dann hat er uns besucht und dann ging die Story, dass er Präsident Kroh bei einem Footballspiel einen Scheck über 10 Millionen Dollar in die Hand gedrückt hat und gesagt, das ist, um den CXFL fertigzustellen. Und wir haben später herausgefunden, er ist einer der 100 Top-Lawyers, also Anwälte im Country, und er ist Bischof der Mormonischen Kirche. Die hätten uns nie mit ihm in Verbindung gebracht. Was ist die Chance, dass ein Bischof der Mormonischen Kirche 10 Millionen für einen kompakten Expert gibt? Aber er war so begeistert über die Applications. Und wenn Sie im Internet gucken, können Sie ein Interview mit ihm und seiner Frau sehen, wo sie erklären, warum sie das Geld gegeben haben, warum sie so enthusiastisch sind über den Expert. Wir haben natürlich auch den vom Europäischen Research Council und vom NSF. Also wir haben eine ganze Menge Funding dann gekriegt, nachdem es funktioniert hat. Und jetzt wollte ich Ihnen noch kurz wir das Video zeigen. Ich hoffe, dass das funktioniert. And we want to bring in meteorologist Ted Faton tracking the tropics. Usually by now I feel like we've had a storm or we've sent a crew to the coast and that just hasn't happened yet, thankfully. Jetzt funktioniert das. So, ich erkläre Ihnen ein bisschen, während das Video läuft. Also wir wollen im Prinzip diesen kompakten X-Feld bei ASU und auch in Hamburg bauen. Und ich erzähle jetzt mal ein bisschen über das Prinzip anhand dieses Videos. Diese Beschleuniger werden die ersten ihrer Generation in der Welt sein. Und der Prozess startet im Prinzip, Elektronen freizusetzen. Und das ist hier so ein Kupferkristall, wo Elektronen sind. Und wir benutzen dann im Prinzip UV-Licht und ein elektrisches Feld, um die Elektronen freizusetzen. Also der erste Schritt ist am Fotoinjektor. Durch das elektrische Feld und das UV-Licht werden die Elektronen freigesetzt.
und dann werden die auf Lichtgeschwindigkeit beschleunigt. Und das braucht nur einen Meter mit unserem Beschleuniger. Dann sind die auf Lichtgeschwindigkeit. Dann erhöhen wir ihre Energie auf 2 Meter mehr von dem Beschleuniger. Und wir passen sie dann durch einen speziellen Kristall. Und der Kristall diffraktiert die Elektronen und macht parallele Wellen daraus. Und von diesen parallelen Wellen, wenn man die an diesem Silikonkristall diffraktiert, dann werden ein paar davon reflektiert, aber die meisten bilden ein sogenanntes Nanopattern. Das heißt eine geregelte Struktur, die in der Raumdomäne extrem klein ist. Und dann wandeln wir das in die Zeitdomäne an, um diese Attosekundenpulse zu machen. Dann wird es fokussiert. Hier zwischen diesen zwei Magneten findet die Interaktion mit dem Laser statt. Das heißt, die Elektronen werden aus ihrer Bahn geworfen durch die Interaktion mit dem Laser und senden diese extrem kurzen Attosekunden-X-Ray-Pulse aus. Und die interagieren dann zum Beispiel mit Biomolekülen, um dann diese Diffraktionsbilder zu kriegen, von denen man dann die Struktur bestimmen kann. Der kompakte X-Ray hat aber nicht nur Applications in der Biologie. Das hier war 2019, als wir die Labore eröffnet haben. Und ich hatte Ihnen ja schon gezeigt, wie der kompakte X-Ray jetzt aussieht und dass wir hoffentlich Ende des Jahres Licht haben. Und wenn wir das dann zeigen können, das Prinzip, dass es funktioniert, dann könnten vielleicht in 10, 20 Jahren ganz viele kleine X-Rays in der Welt sein, die nicht nur für das biomolekulare Imaging benutzt werden, sondern auch für Materialwissenschaften, Astrophysik, Geologie, Quantum Computing und selbst Kunst. Vielleicht steht in einem britischen Museum bald ein kompakter X-Ray, mit dem das Bild hinter dem Bild rausfinden kann. Und mit diesem kleinen Video wollte ich jetzt abschließen und danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, herzlichen Dank, Frau Fromme. Sie sehen an der Reaktion des Publikums, die Botschaft ist angekommen. Trotzdem ist es möglich, Fragen zu stellen. Bitte. Gibt es Fragen? Ja, hier ist eine Frage. Sie sagten, dass die kleinen Kristalle perfekter sind als die großen. Hat das damit zu tun, dass die Versetzung Kristallbaufehler entsprechend Energie brauchen. Die können Sie in den kleinen Kristallen nicht aufbringen. Richtig, ja, oder? Das Problem ist mehr, wie die wachsen. Wenn so ein Kristall wächst, finden immer Versetzungen statt. Das heißt, es kann sein, dass die nächste Schicht versetzt ist gegenüber der ersten. Und je größer der Kristall ist, wenn Sie so ein Millimeter Kristall machen, von so einem Biomolekül, dann hält der Trillionen von Molekülen. Und da ist natürlich mit jeder Schicht, die sich bildet, ist wieder eine Chance der Versetzung da. Und deshalb hat so ein großer Kristall viel mehr Defekte als so ein kleiner Kristall, der nur vielleicht 1000 von diesen Elementarzellen enthält. Das ist im Prinzip der Trick, warum die kleinen Kristalle besser geordnet sind als die großen. Okay, gibt es andere Fragen? Ich habe noch eine Frage zu Ihrem Experiment in Hamburg mit dieser Folge von Röntgenimpulsen. Sie müssen ja dann für jeden dieser Impulse eine neue Probe zuführen. Ja, innerhalb des Bunches. Genau, das heißt, wir müssen die mit 50 Meter pro Sekunde fliegen lassen. Das heißt, wir müssen riesige Mengen von diesem Fotosystem machen. Und die kann man nicht einfach überexprimieren. Die muss man aus den natürlichen Algen isolieren. Und das heißt, deshalb haben wir diesen 5 Meter hohen Bioreaktor, wo wir dann große Mengen von den Algen anziehen, aus denen wir dann die Fotosysteme dann isolieren und diese kleinen grünen Kristalle dann daraus machen. Das ist aber eine ziemliche Materialschlacht. Also meine Studenten sind immer nach jeder Messzeit völlig fertig, weil die im Prinzip dann Tag und Nacht Fotosysteme präparieren, bevor wir dann die vor Ort kristallisieren. Man kann die auch nicht einfrieren, man muss die Kristalle vor Ort züchten, weil die von Röntgenstrahlen selbst sozusagen im Sicherheitsbereich des Flughafens zerstört werden. Die dürfen keine Röntgenstrahlen sehen, bevor man die dann mit dem X-Ray-Beam. Und die haben Sie dann in dem Jet, in dem Sie die zuführen? Ja, okay. Die werden dann in dem Jet in ihrer natürlichen Mutterlösung sozusagen vorgeführt. Ich glaube, hier war noch eine Frage mehr. Ja. Ja,
Eine kurze Frage. Es gab ja schon Ungläubige, die nicht glaubten, dass sie bei Femtosekunden irgendwas sehen. Jetzt gehen sie auf Attosekunden. Das kann ja nicht so ganz einfach gewesen sein, dass sie da noch Bilder bekommen. Oder sind die... Sie meinen, dass wir denn in die Heisenbergsche unscharfe Relation? Ja, also allein messtechnisch. Oder sind die kompakten Laser jetzt stärker, dass sie stärkere Signale empfangen? Oder die Messzeit ist ja noch kürzer. Die Messzeit ist natürlich noch kürzer. Aber wir gehen davon aus, dass wir haben ja im Prinzip die sogenannte Peakbreiten. Das heißt, wie viele Photonen man denn pro Zeiteinheit ist ja viel höher. Wenn Sie die ganzen Photonen mit dem gleichen Photonenflux auf, sagen wir mal, 100 Attosekunden fokussieren, compared zu 10 Femtosekunden. Das heißt, die Peakbreite ist sehr hoch, auch wenn man jetzt die Pulse ganz kurz macht. Die Frage ist nur, was wir sehen. Keiner hat bisher diesen Attosekundenbereich erforscht. Und der wird wahrscheinlich sogar am interessantesten sein für die Materialwissenschaften, besonders für die Quantenphysiker. Wir haben gerade von Skirmions gehört, von Ihnen. Und das ist zum Beispiel auch ein ganz großes Feld, was wahrscheinlich Attosekunden, freie Elektronenlaser, ganz große Discoveries machen wird. Also das heißt, wir haben jetzt sozusagen, wenn wir in diese Attosekundenregime reinkommen, da werden die materialwissenschaftlichen Anwendungen wahrscheinlich genauso oder sogar noch wichtiger sein als die Anwendungen in der Biologie. Aber das Licht einfangen von einem Fotosystem, der Prozess, wie so ein Chlorophyll das Licht einfängt, ist schneller als eine Femtosekunde. Und keiner hat das jemals gesehen. Wie cool wäre das, wenn wir das für das allererste Mal sehen, was passiert in dem Einfangen des Lichts von den natürlichen Fotosystemen. Das ist zum Beispiel eine Sache, die wir sehen wollen. Ja, dann nochmal ganz herzlichen Dank für den schönen Vortrag. Ich darf auch Ihnen ein kleines Geschenk überreichen.